Das ist doch... Ranz ist das. Dann warte ich jetzt ab, bis der wiederkommt. Geh dann ins Türchen, wenn er sich rumdreht. Und hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Komm, dreh dich rum. Oh. Ist dann doch die Bombe beim Screenwechsel mitgekommen. Ach Mann, warum muss ich das denn? Das ist doch bestimmt... Ich glaube, wenn man ein Dreieck drückt die ganze Zeit, dann passt das, glaube ich, mit dem Springen. Mal gucken. Dreh dich um. Nee. Das passt nicht. Aber vielleicht, wenn man das mit den ersten Minen abpasst, dass das dann funktioniert. Ich weiß, ich mach's mir echt unnötig schwierig. Okay, haben wir auch so geschafft. Gut, ich dachte schon, ich wäre jetzt gestorben. Gut. Sind hier Slogs? Nein, ein Hebel. Das ist schön. Gut, haben wir den betätigt. Hier sind auf jeden Fall Slicks. Wir müssen erst nach rechts, glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Da hätten wir nämlich nicht mehr runtergekonnt jetzt. Jetzt sind nämlich die Stocks da unten. Da hätten wir noch den Hebel ziehen müssen. Da hätten wir nicht gekonnt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die sind hier alle weg. Ja. Jetzt ist die Frage, nach links oder rechts? Vielleicht stehen einfach mal hinterher, guck, wo wir hinkommen. Zum Fleischsack. Falls wir es verkackt hätten, wahrscheinlich. Ihr alle. Ja gut. Die haben immer beschisseneren Rhythmus hier. So. Gut, dann können wir ja rüber. Weil hier war ja nichts.
So. Jetzt kommen wir wahrscheinlich unten raus, wo der Brunnen ist. Und dann hätten wir gesehen, scheiße, der Brunnen ist ja gar nicht an. Mist, ich muss den Hebel ziehen. So wäre es nämlich gelaufen. So wäre es gelaufen. Aber wir waren ja vorher schlau. Ach ja. Boneworks Bulletin. Bonn. Achso, Boneworks, das wird dann wieder wiederholt, okay. Es ist verboten, sich durch das Entführen von treuen Mitarbeitern des Boneworks die uralten Mudakenkräfte des Schrickel anzueignen. Zuwiderhandelnde werden vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Herzlichst, Director Flag. Ja. 5 Stück. Also wir wissen, dass wir jetzt hier zu Schrickel werden können. Und hier gibt es auch ein Geheimnis, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist erst ein paar Screens weiter. Na, ein Ticken weitergehen. Das funktioniert. Nun, ich dachte, da wäre noch ein Safe-Spot. Na gut. Ja, der hat nicht den Hebel gezogen, der Gute. Da war er selbst dran schuld, dass er gestorben ist. Ich habe die Taste gedrückt, der wollte nicht. Eieiei. Gut, das hätten wir hinter uns. Ein Mudaken, der muss hier runter. Okay, machen wir das mal auf die lustige Art und Weise. Gut. Hätten wir das geschafft. Es ist zwar eigentlich nicht das Spiel des Gedanke, dass man das so macht, aber es funktioniert halt, ne? Bevor ich mir da wie in Apes Odyssey ein... Ich glaube, in Odyssey hat das auch funktioniert. Ich erinnere mich gerade an ein Video von Dennis zurück. Und ich glaube, da funktioniert das. Dann gehen wir erstmal oben lang. Gucken, wo wir da hinkommen. Ah, Mudaken. Guck mal einer an. Fällst du jetzt irgendwann noch runter oder nicht? Anscheinend nicht. Jetzt fällst du runter, ne? Ja, natürlich. Nehmen wir euch erstmal mit. Haben sie überlebt? Wunderbärchen. So, ihr seid jetzt zu dritt. Kommt mal mit hier. So. 5. Wir haben nur 3. Hm.
Jetzt ist die Frage. Was macht das? Das macht wahrscheinlich das Ding dazu. Aber wir wollen doch erstmal hier runter. Da sind die anderen drei. Okay, aber hier sieht man im Vordergrund ein paar Fläschchen liegen. Das heißt, wir müssen irgendwie hier runter. Ich weiß jetzt nur nicht, mit Anlauf, ohne Anlauf, nur runterlassen. Ich mach mal, weil es funktioniert, mache ich mal so. Und es hat auch funktioniert. Sehr schön. Okay, ich glaube, da ist jetzt links. Nee, ich bin mir nicht sicher, was jetzt kommt. Boah, das ist aber sportlich. Hebel ziehen, dann wird der zerfleischt drüber und die Dinger ausmachen. Und dann wird wahrscheinlich der Aufzug hochgezogen. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Komm, dreh ich wieder rum. Uiuiuiui. Das war knapp. So, und höchstwahrscheinlich gehen gleich diese Fleischsägen an. Oh. Wie soll man den denn da durchkriegen? Oder soll ich noch mal ein paar Hebelchen ziehen? Guck mal her. Warte mal. So. Vielleicht hängt das ja hiermit zusammen, wenn wir den wieder runterlassen. Was nicht funktioniert, okay. Wenn wir das nochmal betätigen. Geht ja auch nicht. Ja gut, dann muss der kleine Mann wohl mal da durch, ne? Hätte fast funktioniert. Ist das so richtig, wie ich das mache? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich den manövriere irgendwie dahin. Aus dem Bildschirm rausgehe. Ich glaube, das wäre einfacher. Komm mal her. Bleib mal da stehen. Jetzt wäre der perfekte Moment gewesen. So, jetzt habe ich den da stehen. Scheiße. Habe ich einen Quicksave gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich einen gemacht oder habe ich einen nicht gemacht? Natürlich habe ich keinen gemacht. Ich warte jetzt einfach mal diese eine Stelle ab. Ratsch. Kriegen wir aber auch nicht anders hin, weil wenn wir da hochspringen. Ja, da hätte ich hätte noch warten können, aber
war dann so ängstlich. Habe ich einen Quicksave gemacht? Ich glaube schon. Junge, warum bist du nur einen weiter gerollt? Ich hab genauso lange gedrückt wie vorhin auch. Oh nein. So. Okay. Obwohl, ich könnte die ja eigentlich mal hier rüber holen. Kommt mal mit hier. Am besten nicht auf die Falltür. So, da habe ich euch schon mal da. Dann seid ihr nicht hier auf dem ollen Ding gefangen. So, und dann müssen wir da drüben hin. Ich hab da nicht dran gedacht. Wo habe ich den Quicksave gemacht? Ist der jetzt immer noch in dem Level oder ist der bei den drei Mudaken? Oder zwei, wie viele das sind, keine Ahnung. Ah, gut. Das ist okay. Ich hätte gerade fast eingeschlagen, ey. Aus Versehen, weil ich R2 gedrückt habe. L2 gedrückt habe. So, und jetzt unbedingt an dieses Ding denken. So. Das haben die nämlich extra so gemacht, wenn man hier rennt, dass man dann direkt da reinrennt. So wie ich das eben gerade schön gemacht habe. So. Jetzt müssen wir hier runter. Dann können wir nämlich den Aufzug nach oben holen. Plus die anderen Mudaken einsammeln. So. Es geht vorwärts. Haben wir jetzt eigentlich 6 Stück hier? Das sind 3. Waren hier unten auch 3? Sie. Wir haben einen mehr, als wir eigentlich brauchen. Okay. Ja, einen Dicken könnt ihr noch mitkommen. Okay. Dankeschön. So. So, dann holen wir uns mal die schöne Fähigkeit. Wunderbar. Okay. Wie kommen wir da noch rüber? Ja. Ich dachte schon, wir wären hier verloren. So. Aufzug bitte wieder hier hin. Wo brauchen wir das denn? Überall. Wo das gewesen ist. So, wieder an das Kistchen denken. So, dann können wir eigentlich hier oben voll die Party abmachen, ne? So. Ja, lacht nur mal. Ja. So, wo kommen wir jetzt hin? Mudaken, ganz viele. Ich glaube. Ach, da oben ist nur einer. Warum ist da eine Mine? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hätte mal gerne wieder, so eine Tafel, wo ich sehe, wie viel es gibt und so. Wie viele Opfer wir haben. Und so, verstehst du?
Okay, wieder schöne Kamerafahrt gleich. Ja, war klar. Das hat mich nur verwundert, dass er sich da irgendwie drangehangen hat, weil das sah so aus, als ob da tot wäre. Also, dass man sich nicht da dranhängen könnte, sondern dass er einfach in den Tod fällt. Naja, ich habe ja Quicksave gemacht. Dafür sind sie da. Ah, jetzt sind wir hier. Ich finde, dieses Ding im Hintergrund sieht aus wie ein Gesicht. Da haben wir was zum Gucken. Ich glaube, das ist ein Video. Ohne Bildschirm, lustigerweise. Nee, ist kein Video. Knochenproduktion geht voran. Naja, also, das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Wie ich vernommen habe, glauben einige Angestellte, dass das Boneworks stillgelegt werden könnte, indem man die fünf Hauptkessel abschaltet. Unsinn! Diese gemeine Lüge ist arglistig, sträflich und völlig unwahr. Überdies wird jeder Angestellte, der alle fünf Räder abschaltet und damit das Boneworks stilllegt, sofort wegrationalisiert. Mit freundlichen Grüßen. Was war das nochmal, der Flag? Ich weiß es nicht mehr. Direktor ist es? Ist es Direktor Flag? Ich glaube schon. Gut. Also, wir dürfen nicht die fünf Hauptkessel abschalten. Damit er Bescheid weiß. Wir gehen da ganz unten. Weil wir wollen ja mit der 1 anfangen. Aber wir werden jetzt hier speichern. Und die Nummer 1 halten wir uns für das nächste Mal auf. Bewahren wir uns auf, wie auch immer. Weil das ist jetzt sowas Ähnliches wie auch in den Slick Barracks und bei den Scraps und den Pyramids, dass das halt wie diese kleinen Türchen im Hintergrund ist, wo man die Fackeln anmachen muss. Nur, dass das hier halt ein bisschen anders aufgebaut ist, was ich auch ganz cool finde, weil es halt so ein bisschen Abwechslung ist. Weil sonst hat man so alle auf einem Bildschirm gehabt und jetzt haben wir die so unterschiedlich aufgebaut. Finde ich ganz cool. Gut, dann hoffe ich, dass euch diese Aufnahme heute gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!